Bei der Erhebung und Analyse von Geschäftsprozessen ist es wichtig, wie schon zuvor erwähnt, möglichst reales Abbild des Geschäftsprozesses, wie er jetzt ist und dann in weiterer Folge, wie er denn sein sollte, zu erstellen. Wir haben vorhin schon einmal gesagt, das bekommt man am besten dann hin, wenn man wirklich die operativen Akteure, also die Personen, die da eingebunden sind, in die Prozessdurchführung, wenn wir es schaffen, die einzubinden in die Prozessmodellierung, in die Artikulation, nennen wir das dann, des Prozesswissens. Im Rahmen der Analyse es dann schaffen, von dem artikulierten Ist-Zustand auf den gewünschten Soll-Zustand überleiten. Es ist meistens etwas schwer, also es gibt, man vielleicht sagen, es gibt den Ansatz, dass man strikt trennen soll zwischen dem Modell des Ist-Zustandes und dem Modell des Soll-Zustandes. In der Praxis stellt sich das meistens sehr schwierig, da das exakt zu trennen, weil die Leute beim Artikulieren nicht immer dann drüber reden, wie es denn ist, sondern schon mit reinmischen, wie es denn sein soll. Es gibt aber auch tatsächlich wenig Gründe, das wirklich ganz streng abzugrenzen, sondern es passiert halt dann in der Praxis, dass während der Prozessartikulation Analyse nicht nur der Ist-Zustand beschrieben wird, sondern auch schon oder das dann übergeht in den Soll-Prozess. Vor allem, wenn es dann zu Aushandlungen kommt, wenn die individuellen Sichtweisen ohnehin aus dem Ist-Prozess nicht zusammenpassen, einigt man sich dann nicht auf das konkrete Ist, sondern vielleicht schon auf das Soll, wie man sich denn in Zukunft vorstellt. Wenn es tatsächlich im Sinne einer Problemdiagnose dazu darum geht, einen Ist-Zustand explizit zu modellieren, dann muss man das bei der Moderation dieses Artikulationsprozesses, muss man da nochmal explizit drauf drängen, dass bei der Beschreibung des Prozesses wirklich nur Sachverhalte eingebaut werden, die jetzt so laufen und nicht, wie man sich's vorstellt, dass sie irgendwann einmal laufen möchte. Die Schwierigkeit in dieser Phase ist, von der natürlichen Sprache auf diese formalisierte Beschreibung in Form eines konzeptuellen Modells zu kommen. Also Personen, die nicht erfahren sind im Modellieren, und das sind normalerweise die operativ tätigen Personen nicht, die führen die Arbeit aus, sind aber nicht gewöhnt oder es ist ja auch meistens nicht notwendig, da aus dem Arbeitssystem rauszusteigen und nochmal im Großen drauf zu blicken und abzubilden, wie denn der Arbeitsprozess im Großen läuft, ist normalerweise einfach kein Anwendungsfall für diese Personen. Deswegen brauchen die Unterstützung für diesen Artikulationsprozess. Und diese Unterstützung, die kann methodisch kommen, die kann durch die Repräsentationsform kommen, die kann durch Werkzeuge, durch technische Werkzeuge kommen. Und wenn man das entsprechend kombiniert, dann schafft man es auch, die Endanwender, also die Personen, die arbeiten, wirklich dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen zu ermöglichen, ihre eigene Sichtweise auf den Arbeitsprozess in einem Geschäftsprozessmodell abzubilden. Wenn wir da ein bisschen nach vorne springen, dann schon auf die konkrete Methode, die wir uns jetzt anschauen, die nennt sich CompareWP. Compare steht für das Co für kollaborative, also kollaborative Methode, multiperspektivische Artikulation. Multiperspektivisch heißt in diesem Zusammenhang, dass wir Stakeholder mit unterschiedlichen Sichtweisen zusammenbringen und denen erlauben, jeweils ihre individuelle Sichtweise, ihre individuelle Perspektive auf den Arbeitsprozess einzubringen, die zu artikulieren Elicitation ist dann die Erhebung, also in einem Modell auszudrücken, und der Fokus, der Artikulationsfokus in unserem Zusammenhang sind Arbeitsprozesse. Das könnte auch was anderes sein, das könnten auch Daten sein, das könnten auch Organisationsstrukturen sein, ist es alles nicht. In diesem Zusammenhang sind es Arbeitsprozesse, und das ist das, wofür das es WP steht. Wie schaut das nun aus? Vielleicht gehen wir es ganz konkret einfach durch, und ich sage immer wieder dazu, wo es denn zum Abholen der einzelnen Personen kommt und was das alles mit der Geschäftsprozessmodellierung zu tun hat. So ein Compare-WP-Modellierungszyklus, kommt dann gleich nochmal konkret in einem Beispiel, läuft grundsätzlich in drei Schritten ab, die sich auch ein Stück weit auf diese Prozessdefinition beziehen lassen, die wir vorhin hatten, nämlich
den Prozess, die Außensicht des Prozesses und dann die Innensicht des Prozesses. In diesem ersten Schritt geht es darum, ein gemeinsames Bild des Prozesszusammenhangs, des Kontextes zu finden und ein gemeinsames Vokabular zu erzeugen. Die Schwierigkeit ist oft, dass wenn man unterschiedliche Personen aus dem Unternehmen, aus unterschiedlichen Bereichen vielleicht zusammenbringt, dass die noch gar nicht oder noch kein gemeinsames Bild haben, noch gar nicht wissen, worüber sie tatsächlich im Detail sprechen, wo denn die Grenzen dessen sind, worüber sie jetzt sprechen, also wo der Prozess, über den wir nachdenken, beginnt und wo er endet und mit welchen Wörtern wir drüber sprechen. Wenn Leute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, nutzen die manchmal für ein und denselben Sachverhalt unterschiedliche Begriffe und das muss man irgendwie auf den Tisch bringen und auflösen. Beziehungsweise manchmal noch schwieriger, nutzen ein und denselben Begriff und meinen unterschiedliche Dinge damit. Auch das sollten wir auflösen, bevor wir dann in die Modellierung gehen. Wir machen das auch mit einem Modellierungswerkzeug, mit einem semantisch offenen Modellierungswerkzeug. Das heißt, wir geben keine Modellierungssprache vor. Das ist eine Art Concept Mapping. Wir schauen es uns dann gleich an, wie das ausschaut. Wenn die Prozessgrenzen, der Kontext und das Wording geklärt ist, dann geht's in die Modellierung. Und jetzt kommt dieses Multiperspektivische ins Spiel. Jetzt kommt ins Spiel, dass wir ja eigentlich die mentalen Modelle der unterschiedlichen Akteure reinbringen wollen in die Modellierung und ermöglichen wollen, dass sich die abstimmen untereinander. Deswegen wird in der Komponente 2 individuell separat modelliert. Das heißt, jeder der Akteure, die in die involviert sind, setzt sich jetzt separat hin und beschreibt ihren oder seinen individuellen Arbeitsbeitrag. Das heißt, wer sie denn sind in diesem Prozess, welche Rolle sie einnehmen, was sie tun und als Schnittstelle zu den anderen, mit wem sie interagieren und in welcher Form sie interagieren. Das heißt, ich beschreibe, wer ich bin, wer meine Interaktionspartner sind, was ich tue und wie ich mit diesen anderen Akteuren kommuniziere. Und wenn das jeder gemacht hat, dann gehen wir über in die Komponente 3 und in der Komponente 3 versuchen wir jetzt, das in ein gemeinsames Modell zusammenzubringen. Man kann sich das jetzt vorstellen, diese Kommunikationsschnittstellen zu den anderen Personen, die sollten ja theoretisch, wenn es ein gemeinsames Bild geben würde, darüber, wie wir zusammenarbeiten, sollten die immer zusammenpassen. Das heißt, das heißt, wenn wir hier sehen, dass P2 von uns ein Arbeitsergebnis erhält, dann wäre es doch toll, wenn auch P2 wahrgenommen hätte, dass er auf ein Arbeitsergebnis von P1 warten würde. Wenn das der Fall ist, dann passt das zusammen, dann können diese beiden Elemente integriert werden und wir haben eine klar definierte Arbeitsschnittstelle zwischen den Beiträgen der beiden Personen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir Abstimmungsbedarf, da müssen wir klären, brauchen wir diese Schnittstelle überhaupt und wenn wir sie brauchen, wie soll denn die in Zukunft aussehen? Vielleicht hinterlegen wir es mit einem ganz konkreten Beispiel aus der Beantragung eines Urlaubsprozesses. Das heißt, wir haben einen Urlaubsprozess, da gibt es 3 involvierte Personen, die Person, die Urlaub haben möchte, also den Antragsteller, dann gibt es Sekretariatskraft, die auf Konflikte prüfen muss und die Urlaubsfreigabe vorbereiten muss und dann gibt es eine Vorgesetzte, die diesen Urlaub freigeben muss. Und wir sind jetzt in dieser ersten Phase, das Setting the Stage, also dieses gemeinsamen Kontext finden und sammeln ohnehin zuerst einmal einfach nur die unterschiedlichen Begriffe, über die wir sprechen, alle Konzepte, die in diesem Zusammenhang des Urlaubsantrags relevant sind und grenzen so auch den Prozess ab. Das heißt, jemand bringt vielleicht ein, es ist wichtig, dass man den Abteilungskalender bei der Hand hat, um Konflikte zu identifizieren. Es gibt sowas wie meine Urlaubsbuchung als Antragsteller, zu der ich dann auch Urlaub brauchen würde. Deswegen muss ich einen Urlaubsantrag stellen. Jemand anderer sagt zu diesem Urlaubsantrag, aber vielleicht ein bisschen anders, sagt nämlich Beantragung von Erholungsurlaub dazu, weil das vielleicht die offizielle Bezeichnung ist. Und wir identifizieren aber in diesem Schritt, dass diese beiden Konzepte identisch sind und legen sie deswegen übereinander. Genau das Gleiche gilt hier für Beginn- und Startdatum und für Ende- und Enddatum.
Genau. Und so grenzen wir mal ganz grob den Prozess ab, werden uns einig darüber, worüber sprechen wir denn und können das dann weiter nutzen, um die individuelle Sichtweise zu artikulieren und dann die gemeinsame Sichtweise abzustimmen. In der gemeinsamen Sichtweise gibt es eben dann separate Modelle zwischen oder für den zukünftigen Antragsteller, die Antragstellerin, also einen Angestellten, den Sekretär, der die Prüfung machen muss und die Vorgesetzte, die die Freigabe machen muss. Und wenn wir jetzt schauen, jetzt gibt es drei verschiedene Modellierungselemente, also die Sprache ist hier sehr einfach. Es gibt die blauen Elemente, die für das Wer stehen. Es gibt die roten Elemente, die für Aktivitäten, für das Was stehen. Und es gibt die gelben Elemente, die für die Kommunikation stehen. Also hier der Antrag und die Freigabe. Und wir sehen jetzt, wie das modelliert wird. Ich sage also, ich bin der Angestellte, ich kommuniziere in diesem Prozess mit dem Sekretariat, ich muss den Antrag ausfüllen, dann schicke ich diesen Antrag ans Sekretariat, irgendwann bekomme ich die Freigabe und kann dann Urlaub buchen. Beim Modell des Sekretärs schaut das ähnlich aus, nur verwendet er ein bisschen andere Nomenklatur. Statt Angestellter sagt er jetzt, ich habe Kollegen, ich bin der Sekretär und dann gibt es den Chef. Von den Kollegen bekomme ich einen vollständigen Antrag, hoffentlich kann dann auf Konflikte prüfen, den geprüften Antrag gebe ich weiter. Den bestätigten Antrag bekomme ich hoffentlich zurück, dann kann ich den Antrag ablegen und kann dann die Freigabe weiterleiten. Was wir hier schon sehen, ist, dass es hier semantisch einen Unterschied gibt zwischen dem Antrag und dem vollständigen Antrag, wo es hier auf Seiten des Angestellten nicht wichtig war, welche Qualität der Antrag haben muss, ist es offensichtlich dem Sekretär ganz wichtig, dass der Antrag vollständig ausgefüllt ist. Und auf Seiten des Vorgesetzten gibt es dann das Sekretariat offensichtlich und mich als die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten bekommt die Urlaubsanfrage rein, kann dann entscheiden und gibt die Entscheidung zurück. Und auch hier sehen wir inhaltlich eine Diskrepanz zwischen dem Modell auf der Seite und dem Modell auf der Seite, weil hier die auf der Seite die darunterliegende Annahme ist, dass der Antrag schon positiv bestätigt werden wird. Also es gibt hier noch nur noch den bestätigten Antrag. Auf der Seite ist das nicht der Fall. Hier gibt es ergebnisoffen eine Entscheidung, die auf der Seite des Sekretärs nicht abgebildet ist. Das ist was, was man wahrscheinlich im Rahmen der Abstimmung wird auflösen müssen. Wenn man das jetzt in der dritten Phase zusammenbringt, passiert genau das. Jetzt haben wir hier nummeriert, in welcher Reihenfolge jetzt das Modell aus diesen Einzelelementteilen zusammengeführt werden würde. Also Schritt 1 beginnt der Angestellte zu modellieren, was er denn machen würde, legt also dass er da involviert ist, legt hin, ich fülle den Antrag aus, sagt dann, ja, und dann kommt das Sekretariat ins Spiel, Nummer 3, weil dem muss ich dann den Antrag schicken. Sekretariat sagt, ja, sehe ich auch so, dass ich hier ins Spiel komme, haben wir noch keinen Konflikt. Was hier nicht zusammenpasst, darum ist das hier rot, ist, dass da auf der einen Seite der Angestellte liegt und auf der anderen Seite der Kollege. Das ist aber tatsächlich nur eine kleine Nomenklaturunterscheidung. Darauf würde man sich einfach relativ einfach einigen können wahrscheinlich. Und dann eines der beiden übernehmen. Hier wird der Kollege übernommen. Der Schritt 7 führt wieder zu einem Konflikt. Jetzt haben wir das, was wir vorher schon erwähnt haben, den vollständigen Antrag, der jetzt als Match grundsätzlich auf den Antrag kommt. Hier gibt es aber einen qualitativen Unterschied, weil es eben um dieses vollständig ganz explizit geht. Dem Sekretär ist das wichtig und das würde man quasi jetzt in dieser Situation auch aushandeln und sich ausmachen, dass es wichtig ist, dass der Antrag vollständig ausgefüllt ist und nicht Teile fehlen. Dann kommt das Konflikte prüfen. Das ist Schritt 8, das macht keine Schwierigkeiten. 9 ebenfalls nicht. 10 ebenfalls nicht. Das passt zusammen. 10, Sekretär sagt, du bekommst von mir die Freigabe. Der Angestellte übernimmt wieder, sagt, ja, stimmt, ich sehe das auch so. Ich bekomme von dir die Freigabe. Und was ich dann mache, dann kann ich den Urlaub buchen. Und somit haben wir in 12 Schritten quasi die Abstimmung hier geschafft. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Perspektive des Chefs, der Vorgesetzten, die hier vielleicht nochmal weitere Änderungen, vor allem Richtung des Sekretärs, bedingen würde, weil eben der Antrag nicht nur positiv bewilligt werden könnte, sondern auch
negativ bewilligt werden könnte. Wir sehen hier auch schon an diesem Fall mit positiver, negativer Bewilligung die Einschränkungen dieser Modellierungsmethode. Das ist semantisch sehr schmal gedacht, weil es nur lineare Abläufe zulässt. Also es gibt hier, es ist nicht einmal so mächtig wie ein Flowchart, weil es nicht einmal Entscheidungen gibt in dieser Notation, die hier verwendet wird. Das ist auch eine Vereinfachung, die aus der praktischen Erfahrung herauskommt, dass Leute, die nicht erfahren im Modellieren sind, sehr gerne in Einzelfällen denken, also an eine konkrete Prozessinstanz denken. Und in einer konkreten Prozessinstanz sind Entscheidungen ja bereits getroffen, das heißt, man kann sie linear durchbeschreiben. Komplexer wird es erst dann, wenn man mehrere Prozessvarianten berücksichtigt, dass es eben positiv oder negativ ausgehen kann, dann reicht diese Notation wahrscheinlich nicht mehr. Dann muss man auf eine mächtigere Modellierungssprache umschwenken. Als Ersterhebung, als Annäherung an den Prozess reicht das aber aus. Also in der großen Einbettung verwenden wir diese Methode üblicherweise so, dass wir eine Ersterhebung mit dieser Legetechnik machen, die grundlegenden Unterschiede, Auffassungsunterschiede zwischen den Personen auflösen und dann in einem nächsten Schritt, werden wir dann gleich sehen, bei der Validierung dieses Prozessmodells aufdecken, wo noch die Lücken sind und die dann verfeinern bzw. ergänzen, wenn sie auftreten, wenn sie erkannt werden. Genau, so viel zur Prozesserhebung und Analyse. Es liegt damit jetzt einmal ein erstes Modell auf dem Tisch und damit können wir jetzt in die Qualitätskontrolle übergehen, den Prozess validieren, gegebenenfalls ergänzen und, wenn es denn notwendig wäre, ihn auch optimieren.